Dein Kind ist wählerisch beim Essen und isst kein Gemüse? Mit diesen Rezepten kann man schnell und einfach Gemüse in die Mahlzeiten der Kinder integrieren, die die Kleinen garantiert essen werden. Als erstes machen wir Zucchini-Puffer oder Zucchini-Pancakes. Diese sind sehr lecker und bestehen praktisch aus Gemüse. Damit es alles schneller geht, nutze ich ein Gerät, aber man kann natürlich auch die Reiber nutzen. Setze die geraspelten Zucchini zur Seite. In dieser Zeit werden wir Eier vorbereiten. 2-3 Eier aufschlagen, 80 Gramm Mehl hinzufügen, eine Knoblauchzehe ausdrücken, eine Bund Petersilie schneiden und hinzufügen, etwas Salz und Pfeffer. Nun können wir in die Masse die geraspelten Zucchini hinzufügen. Die soll man etwas auspressen, um überschüssigen Saft loszuwerden. Unsere Zucchini-Masse ist fertig. Ich brate sie in der Pfanne bei mittlerer Hitze. Zum Schluss tupfe ich das überschüssige Fett mit Küchencrepe ab. Zum Servieren gebe ich noch einen Esslöffel Crème fraîche hinzu und fertig ist unser Mittagessen. Das nächste Rezept ist super einfach, lecker und ich versuche auch hier einige Gemüse zu integrieren. Wir machen Fischstäbchen mit Kartoffelstampf. Sehr einfach. Ich kaufe nie fertige Fischstäbchen. Man kann sie so schnell und einfach selber machen. Und man weiß ja ganz genau, welcher Fisch drin ist. Ich nehme hierfür Seehecht oder Kabeljaufilet. Grundsätzlich kann man beliebiges Filet nehmen. Schneide das in 2 cm breite fingerlange Streifen. Zum Panieren brauchst du 3 Schüssel. Die erste Schüssel füllst du mit Mehl, dann aufgeschlagene Eier und die dritte mit Brotkrümel. Die Fischstreifen erst in das Mehl tauchen, danach in die Eiermasse und zum Schluss in Brotkrümel wenden. Die Fischstäbchen in einer großen Pfanne mit Öl bei hoher Hitze vorsichtig von jeder Seite ca. 2-3 Minuten goldbraun und knusprig backen. Versuch die Fischstäbchen während des Bratens so wenig wie möglich zu bewegen und nach dem Braten auf etwas Küchenpapier abtropfen lassen. Dazu serviere ich Kartoffelstampf. Ich mache aber keinen klassischen Kartoffelstampf, sondern neben Kartoffeln füge ich unterschiedliche Gemüse hinzu. Hier füge ich Karotten, Kohlrabi, Lauch, man kann auch Zucchini, Sellerie und andere Gemüse hinzufügen. Das Gemüse verleiht dem Kartoffelstampf einen besonderen Geschmack und die Kinder essen Gemüse, ohne es wirklich zu merken. Alle Gemüse schneiden und in einem großen Topf ca. 20 Minuten weich garen lassen. Wenn Gemüse weich wird, das Wasser abgießen, Gemüse pürieren, danach Butter, Salz und Pfeffer und ein bisschen Milch hinzufügen. Die Milch verleiht mehr Geschmeidigkeit dem Kartoffelstampf. Und fertig ist unser sehr schnelles Mittagessen für Fischstäbchen und Kartoffelstampf, was super lecker und super einfach ist. Hier zeige ich euch mein Lasagne-Rezept. Beide meine Kinder lieben Lasagne, daher gibt es oft Lasagne bei uns zu Hause. Und hier wandle ich das klassische Rezept etwas ab und füge eine Menge Gemüse hinzu. Man kann Auberginen, Karotten, Paprika, Zucchini, Pilze hinzufügen. Manchmal mache ich nur vegetarische Variante mit den genannten Gemüse und meine Kinder essen es genauso gerne wie die klassische Variante mit Hackfleisch. Heute zeige ich euch die Variante mit Hackfleisch. Ich nehme ziemlich viel Gemüse und 1 Kilo Hackfleisch, da ich daraus 2 Lasagnen machen werde und eine für später einfriere. Als erstes schneide ich Zwiebeln und Knoblauch, gare das kurz in der Pfanne und füge das Hackfleisch hinzu. In der Zeit bereite ich das Gemüse vor. Alles schneide ich zu kleinen Würfeln.
und wenn das Hackfleisch angebraten ist, gare ich in der gleichen Pfanne Gemüse, bis sie weich sind. Zum Schluss mit den Dosentomaten aufgießen. Das Bolognese-Ragout mindestens eine halbe Stunde lang bei geöffnetem Topf einkochen lassen. In dieser Zeit kann man die Bechamelsauce zubereiten. Butter in einem kleinen Topf schmelzen und das Mehl mit dem Schneebesen unterrühren. Die Milch allmählich dazugießen und die Soße glatt rühren. Wer zu langsam gerührt hat und Klümpchen in der Soße findet, kann die Soße durch ein feines Haarsieb passieren und dann weiterkochen lassen. Die Soße sollte auch fast eine halbe Stunde lang auf kleine Flamme köcheln, damit sie den Mehlgeschmack verliert. Zum Schluss mit Salz, Pfeffer, Zitronensaft und etwas Muskatnuss abschmecken. Und jetzt schichten wir die Lasagne in einer gebundenen Form, etwas Ragout Bolognese verteilen, das Schicht Lasagneplatten drauflegen, die Nudelschicht wieder mit Ragout und dann mit einer Schicht Bechamelsoße bedecken. Obendrauf kommt bei mir Reibekäse. Anschließend wieder eine Schicht Nudeln, Ragout und Bechamelsoße. So Schicht für Schicht in eine Form füllen. Die letzte Schicht sollte die Bechamelsoße bilden. Zum Schluss dick mit geriebenem Käse bestreuen. Bei 200 Grad Ober- und Unterhitze ca. 45 Minuten im Backofen backen, bis die Kruste goldbraun ist.